Raumschiff fliegen und rumballern, ganz ohne komplexe Steuerung wie in Star Citizen oder Elite Dangerous, macht einfach Laune. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Gamers Global Kurztest. Ich bin Ramona Kjuntke und stelle euch heute Everspace 2 vor. Die drei wesentlichen Punkte, auf die ich näher eingehen möchte, sind Steuerung, Kampfsystem und der Fortschritt. Everspace 2 wird von dem deutschen Studio Rockfish Games entwickelt und ging 2021 in den Early Access. Nach dem finalen Patch vor einigen Wochen war es am 6. April soweit und Everspace 2 wurde veröffentlicht. Mit der Entwicklung ist es aber noch nicht vorbei, denn eine Erweiterung ist bereits geplant. Mit der Version 1.0 gibt es aber erst einmal ein neues System und die Weiterführung der Story um den Klonpiloten Adam. Die Steuerung von Everspace 2 ist mit Tastatur und Maus butterweich und sehr intuitiv. Das Raumschiff reagiert auf Mausbewegungen, rollt mit Q und E und die WASD-Belegung steuert den Schub. Alle Knöpfe werden euch außerdem direkt eingeblendet und so wisst ihr immer, was ihr drücken müsst. Auch mit dem Controller und dem Joystick fällt die Steuerung leicht, wobei die hitzigen Gefechte und das Anvisieren des Gegners ein wenig Präzision erfordern. Anders als in Star Citizen oder Elite Dangerous ist Everspace 2 keine umfassende Weltraumsimulation, aber gerade das macht sehr viel Spaß und vereinfacht den Zugang. Der Weltraumshooter hat zwar auch ein bisschen gefühlte Space-Physik, die zeigt sich aber nicht dadurch, dass einmal angestupste Gegenstände unendlich weit wegfliegen. Die sehr präzise Steuerung macht waghalsige Manöver und Versteckspiele in Trümmerfeldern und Strukturen möglich, ohne dass ihr ungewollt in eine Richtung driftet. Eure Gegner in Everspace 2 sind gnadenlos und beschießen euch aus allen Rohren. Mit Schild und Panzerung haltet ihr den meisten Schaden ab, sonderlich lange halten beide aber nicht. Sind die blaue und die gelbe Leiste leer, bekommt die Hülle direkt Schaden und das Schiff explodiert, sobald die rote Leiste auch leer ist. Schild und Panzerung reagieren dabei unterschiedlich auf die zwei Schadenstypen. Energieschaden wirkt nur gegen Schilde und die Panzerung wird nur von kinetischem Schaden zerstört. Jede Waffe verteilt beide Schadenstypen, ist in einem Bereich aber meistens besser. Im Kampf helfen euch neben den Waffen auch drei Fähigkeiten und vier Verbrauchsgegenstände. Eure mächtigste Waffe ist die ULT, eure ultimative Fähigkeit. Die anderen zwei Fähigkeiten sind an austauschbare Geräte gebunden. Und richten sich entweder gegen eure Feinde oder geben euch einen Boost. Beide Fähigkeiten lassen sich mehrfach aufwerten und eure vier Verbrauchsgegenstände sind klassische Reparaturbots, Schadenslimitierer und Boosts. Everspace 2 verzichtet auf viele Roguelike-Elemente aus dem Vorgänger Everspace und hat den Ansatz eines Singleplayer-Adventures. Auf euren freien Reisen durch das Weltall habt ihr eine Menge zu tun, wobei das Aufmotzen eures Weltraumvehikels an erster Stelle steht. Ähnlich wie in Borderlands, Diablo und The Division geht es um Looten und Leveln, um an die besten Ausrüstungsgegenstände zu kommen. Neben Gegnern und Kisten, die Loot fallen lassen, habt ihr auch durch das Crafting die Chance, an bessere Gegenstände zu kommen. Die lassen sich zum Teil auch mit den passenden Materialien aufwerten. Ihr kommt also konstant und stetig voran, auch wenn ein bisschen Glück mitspielt. Raumschiff fliegen und rumballern, ganz ohne komplexe Steuerung wie in Star Citizen oder Elite Dangerous, macht einfach Laune. Anstelle aber im Cruise Drive zu entspannen, bin ich in Everspace 2 direkt in der Action und kann looten, was das Zeug hält. Dass mich die Story da nicht mitnimmt und ein paar Logiklücken hat, ist höchstens ein Abzug in der B-Note. Alles in allem bekommt Everspace 2 meinen Daumen nach oben. Im Vergleich zur Early Access Fassung hat sich Everspace 2 über die letzten zwei Jahre in allen Bereichen ein wenig verbessert. War die KI zu Beginn noch etwas fehleranfällig, funktionieren die virtuellen Piloten mittlerweile wunderbar. Auch die Interface-Anzeigen für Gegner sind besser geworden, obwohl man bei der ganzen Action auch schon mal die Orientierung verlieren kann. Das Crafting ist einfacher zugänglich, wobei Komponenten und Materialien nicht in Hülle und Fülle vorhanden sind und erst mit einer Cargo-Unit freigeschalten werden. Weil für die Perks eurer Begleiter zum Teil andere Ressourcen gebraucht werden, kommen sich die beiden Elemente auch nicht in die Quere. Mit den ganzen Nebenmissionen und Quests bietet Everspace 2 auf jeden Fall viele Stunden Spielspaß. Wenn Looten und Leveln genau euer Ding ist. Wenn euch dieses Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben und ein Abo für den Kanal. Weitere Tests, Previews und alles rund ums Gaming findet ihr auf gamersglobal.de. Vielen Dank fürs Zusehen, tschüss und bis zum nächsten Mal.